Terence Hill, mit bürgerlichem Namen Mario Matteo Girotti, ist ein italienischer Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur. Er wurde am 29. März 1939 in Venedig geboren und hatte ein abwechslungsreiches und erfolgreiches Leben in der Unterhaltungsbranche. Terence Hill und sein Partner Bud Spencer gründeten ein Filmduo, das für zahlreiche Komödien und Actionfilme bekannt ist, darunter Hits wie Spaghetti Western. Seine Karriere erstreckte sich über viele Jahrzehnte und hinterließ besondere Spuren in den Herzen des Publikums. Was sein Privatleben betrifft, so hatte Terence Hill eine langjährige Beziehung mit der bayerisch-amerikanischen Lori Zwickelbauer und sie heirateten 1967. Sie führten eine stabile Ehe und hatten drei Kinder. Es gibt jedoch keine klaren Informationen über die Familientragödien im Leben von Terence Hill. Auch Terence Hill ist seiner Heimat Italien eng verbunden. Nachdem er die US-Staatsbürgerschaft angenommen hatte, kehrte er nach Amelia, der Heimatstadt seines Vaters, zurück. Außerdem eröffnete er 2017 in Amelia einen Eisladen namens Gelateria Girotti und führte damit die Familientradition fort. Obwohl Terence Hill in seinem Leben viele Ereignisse erlebt hat, führt er weiterhin ein aktives Leben und sammelt Erfolge in vielen verschiedenen Bereichen, einschließlich Wirtschaft und Unterhaltung. Terence Hill ist ein praktizierender Katholik, der seinen Glauben durch sein Leben und seine Karriere unter Beweis stellt. Dies spiegelt auch die Stabilität und die positiven Überzeugungen in seinem Leben wider. Obwohl Terence Hills Leben und Karriere voller Erfolge sind, gibt es keine detaillierten Informationen über seine traurigen Geschichten oder negativen Ereignisse in seinem Leben. Er pflegt weiterhin ein positives Image und ist eine Unterhaltungsikone, die von vielen Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Zusätzlich zu seiner Schauspielkarriere leistet Terence Hill auch positive Beiträge für die Gesellschaft und das Unternehmen. Die Eröffnung der Eisdiele Gelateria Girotti in seiner Heimatstadt ist ein Beispiel dafür und zeigt seine Liebe und Verbundenheit zu dem Ort, an dem er lebt. Außerdem betreibt er eine Eisdiele in Dresden, wo er seit 2022 die Staatsbürgerschaft besitzt. Terence Hill ist ein vielseitig talentierter Künstler und nicht nur für seine berühmten Filme, sondern auch für seine anderen Aktivitäten außerhalb der Filmbranche bekannt. Er bewahrt seinen Einfluss und seine Zuneigung in den Herzen der Fans, ist ein Symbol dieser Zeit und einer der führenden Stars des italienischen und internationalen Kinos. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Terence Hill nicht nur ein berühmter Schauspieler, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann und ein Mann mit einer optimistischen und positiven Seele ist. Sein Leben war eine Reise voller Abwechslung und Erfolg, geprägt von Stabilität und dem Glauben an den Wert des Lebens und der Kunst. Obwohl Terence Hills Leben und Karriere voller Erfolge sind, gibt es keine detaillierten Informationen über seine traurigen Geschichten oder negativen Ereignisse in seinem Leben. Er pflegt weiterhin ein positives Image und ist eine Unterhaltungsikone, die von vielen Fans auf der ganzen Welt geliebt wird. Zusätzlich zu seiner Schauspielkarriere leistet Terence Hill auch positive Beiträge für die Gesellschaft und das Unternehmen. Die Eröffnung der Eisdiele Gelateria Girotti in seiner Heimatstadt ist ein Beispiel dafür und zeigt seine Liebe und Verbundenheit zu dem Ort, an dem er lebt. Außerdem betreibt er eine Eisdiele in Dresden, wo er seit 2022 die Staatsbürgerschaft besitzt. Terence Hill ist ein vielseitig talentierter Künstler und nicht nur für seine berühmten Filme, sondern auch für seine anderen Aktivitäten außerhalb der Filmbranche bekannt. Er bewahrt seinen Einfluss und seine Zuneigung in den Herzen der Fans, ist ein Symbol dieser Zeit und einer der führenden Stars des italienischen und internationalen Kinos. Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass Terence Hill nicht nur ein berühmter Schauspieler, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann und ein Mann mit einer optimistischen und positiven Seele ist. Sein Leben ist eine Reise der Vielfalt und des Erfolgs, voller Stabilität und des Glaubens an den Wert des Lebens und der Kunst. Nicht nur in Italien berühmt, sondern auch auf dem internationalen Markt machte sich Terence Hill mit Filmen wie They Call Me Trinity, Mein Name ist Nobody und Trinity is Still Mein Name einen Namen. Er arbeitet mit seinem engen Partner Bud Spencer zusammen, um einzigartige Kunstwerke zu schaffen, die über Jahrzehnte hinweg ihren Reiz behalten. Neben seiner Filmkarriere leistete Terence Hill auch positive Beiträge im Geschäftsfeld, indem er in seiner Heimatstadt und in Deutschland Eisdielen der Gelateria Girotti eröffnete. Die Verbindung von Kunst und Wirtschaft gehört zu seiner Klasse und Vielfalt. Was das Familienleben betrifft, ist Terence Hill mit der bayerisch-amerikanischen Lori Zwickelbauer verheiratet. Sie hatten eine lange Ehe und er wurde während der Dreharbeiten in Almería, Spanien, im Jahr 1967 stark von ihr beeinflusst. Hill pflegt einen privaten Lebensstil und gibt selten Informationen über sein Familienleben an die Öffentlichkeit. Ist. Und ein hoch einmal T, sehr gut, ist gleich T modulo N. Also wenn ich T hoch E nehme und dann nochmal hoch D, kommt wieder T raus. Das macht Ver- und Entschlüsseln. Ne? So, warum ist T teilerfremd zu N? Das müssen wir noch klären, sonst dürfen wir den Satz von Euler hier nicht verwenden. Ja, die Begründung ist die folgende. N ist das Produkt zweier ziemlich großer Primzahlen. Ne? Wenn Sie die Zahlen, die Sie verschlüsseln, prinzipiell kleiner wählen als diese Primzahlen, dann kann man sich ja darauf einigen, dass man eine bestimmte Länge von Zahlen nur zulässt zum Verschlüsseln. Wenn also die T's kleiner sind als die beiden Primzahlen, dann sind diese T's teilerfremd zu N. Ja? Geht gar nicht anders. N ist ja nur durch P und Q teilbar. N ist das Produkt zweier Primzahlen, P und Q. Und wenn alle T's, die ich verschlüssel, kleiner sind als P und kleiner sind als Q, müssen die teilerfremd sein zu N. So. Okay, funktioniert. Gibt es an dieser Stelle noch Fragen? Ja. Gute Frage, ja genau. Wichtiger Punkt, warum ist T hoch Phi von N kongruent 1 modulo N? Wir wissen, T und N sind teilerfremd. Das habe ich gerade begründet. Genau, T und N sind teilerfremd. Dann darf ich den Satz von Euler anwenden. Das heißt, wenn T und N teilerfremd sind, dann ist T hoch Phi von N kongruent 1 modulo N. Das ist der Satz von Euler. A hoch Phi von M ist kongruent 1 modulo M. Wenn A und M teilerfremd sind. Satz von Euler angewendet. So, so funktioniert Verschlüsseln im Internet. Ja? Zahlentheorie pur. Hätte man auch nicht gedacht früher, dass Zahlentheorie zu was Nütze ist? Ja. Wozu um alles in der Welt braucht man eigentlich Primzahlen? Genau dazu. Und es funktioniert ziemlich gut, weil bislang noch niemand irgendwie ein Problem oder ein Verfahren gefunden hat, um aus dem öffentlichen Schlüssel den geheimen zu entwickeln. Ja? Also aus E und M das D zu bestimmen ist nicht